Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic und einen wunderschönen guten Morgen am 20. Tag um 8.05 Uhr. Warum 5? Naja, weil ich noch kurz im Bett liegen geblieben bin nach dem Aufwachen um... keine Ahnung, ich habe noch einen Schock getrunken. Und genau. Trinken bei laufender Aufnahme ist ein bisschen blöd, deswegen mache ich das abseits. Und hier ist Wolf um meine... Rüstung, was? Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig. Nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern, werde ich sehr schnell sehr viel... Ach, lassen wir das. Der Mann wittert hier ein Geschäft, würde ich mal schätzen. Fällen heute weiß ich doch schon. Tauschen brauche ich nicht. Ich habe ja in der letzten Folge am Ende alles ausgetauscht, alles eingetauscht, was ich will oder was ich hatte und nicht mehr brauche, genauer gesagt. Hier, bitteschön, ich habe die Platten. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Okay, werde ich tun. Ich dachte eigentlich, ich hätte gerade genug Erfahrung. Ich habe mich in der 10er Stelle vertan. Ich dachte, ich hätte irgendwas um die 13.000. Nein, ich bin bei 130.000. Okay, das erklärt einiges. Gut. Damit ist die Sache mit der Rüstung mehr oder weniger 15 Stück. Wow. Also war es doch gar nicht so blöd von mir, relativ viele mitzunehmen. Ich hatte gerade anderthalb mal so viele, wie ich brauchte. Was jetzt noch zu tun gäbe, wäre das Ulumulu besorgen. Dafür brauche ich das Horn eines Schattenläufers und die Zunge eines, was war es? Feuerwarans, glaube ich, genau. Wie gesagt, Feuerwarane kriege ich beim Sumpflager. Habe ich in der letzten Folge schon erklärt. Und was ich jetzt zuerst tun möchte, ist das Horn eines Schattenläufers besorgen. Den gibt es nämlich hier nicht allzu weit weg. Auf dem Weg in die ins Ork-Gebiet. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht von Xardas aus schneller dort wäre, aber es dürfte sich nicht viel nehmen. Ein bisschen runtergeklettert bin und vielleicht runterfalle und tot bin. Das wäre ein bisschen blöd, deswegen laufe ich von hier aus dahin. Genau, und dann kann mir dieser Ork-Schamane in der Höhle dieses Ulumulu basteln, mit dem ich dann irgendwie, weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Irgendwas kann ich dann machen mit den Orks und dann komme ich in die Orkstadt rein. Genau, ach ja, richtig. Wer ein Ulumulu trägt, der wird von den Orks nicht angegriffen. So war das. So war das. Das war nicht besonders. Und der kürzeste Weg dürfte quer über den See sein. Zum Schattenläufer. Ich hoffe, ich finde den noch. Und dann kann ich endlich in den Schläfertempel und in Richtung Schläfer oder in die Orkstadt und den Orktempel, um hoffentlich ein für alle Mal diesen bösen Dämon, der dafür sorgt, dass wir hier alle in einer viel zu großen Barriere eingesperrt sind. Wobei, eigentlich ist es doch gut, oder? Wenn die Barriere so groß ist, dann haben wir hier drin mehr Platz. Ist doch gar nicht so blöd für uns. Naja, aber die Hoffnung ist ja, dass wenn man den Schläfer besiegt, dass dann die Barriere komplett weggeht. Das war ja der ganze Hintergedanke, um hier vielleicht komplett rauszukommen. Weil, genau, in einem großen Gebiet eingesperrt zu sein, ist zwar besser als in einem kleinen Gebiet eingesperrt, aber frei ist immer noch besser als in einem großen Gebiet eingesperrt. Und letzten Endes bin ich hier drin ja unschuldig oder wegen einem minimalen Verbrechen viel zu hart bestraft worden. Genau wie auch viele andere. Und deswegen ist natürlich hier mein hehres Ziel, die Unschuldigen oder fast Unschuldigen oder viel zu hart Bestraften hier rauszubringen. Und nicht zuletzt auch die hier drin geboren wurden. Da dürfte es sicherlich auch einige geben nach der langen Zeit. Nicht zuletzt, weil ja auch vermehrt Frauen reingeworfen wurden in letzter Zeit, um die Gefangenen gefügig zu machen bezüglich Erstlieferungen. Und genau, dann gibt es natürlich noch die, die wirklich zu Recht hier drin sind, aber ganz ehrlich, die lebenslang zu bestrafen, halte ich persönlich für falsch. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Komm her, komm her. Wow, da ist die Verbindung.
Horn eines Schattenläufers. Sehr schön. Fell, Zähne, Fleisch. Jetzt hier noch ein bisschen Kräuter sammeln. Nur für alle Fälle. Und dann werde ich mich... Kugelblitz? Nein. Moment. Habe ich den nicht ausgewählt? Ich heile mich erstmal. Ich brauche 90 Lebenspunkte. Das macht 6 von denen. Und ich habe den Teleport zum Sumpflager nicht ausgewählt. Stimmt. Ich tue mal das alles weg. Ich mag das nicht, so viele Sachen auf einmal zu haben. Kriege ich nicht ganz so gut koordiniert. Tada! Sumpflager. jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, hier nach draußen und rechts rum. Genau, so war das. Ich könnte vielleicht auch draußen am Wasser entlang schwimmen, aber ich weiß nicht, wie weit die Barriere da... War eigentlich im Wasser. Man kann sich tatsächlich im Wasser hinstellen und die Karte öffnen. Ist ja bescheuert. Na, ja, der Weg da im Wasser würde ziemlich nah an der Barriere lang führen und... Ja, ich trau mich da nicht ganz, da entlang zu laufen. Nicht, dass ich da irgendwie geblitzdings werde und dann tot bin oder so, das wäre ärgerlich. Deswegen laufe ich hier entlang. Ist ein bisschen weiter. Aber das sollte sich eigentlich geben. Und mir fällt gerade ein, in dem Sumpf da links, wo die Sumpfkraut-Typis ihr Sumpfkraut anbauen, da habe ich ja mal die ganzen Fliegen gejagt. Und da gab es auch den ein oder anderen Sumpfhai. Die dürfte ich mittlerweile besiegen können, um noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Das werde ich jetzt aber nicht tun, denn jetzt will ich, wie gesagt, mein Ulumulu zusammenkriegen. Aber ich glaube, das mit einem Ork-Tempel ist schon relativ spät im Spiel. Und wenn ich noch den vierten Kreis der Magie haben will, den ich vermutlich brauche, um meine Magierüstung zu kriegen, meine dritte, meine letzte. Ist es die letzte? Ich weiß es nicht. Aber die dritte, die starke, die ich die ganze Zeit schon will. Dann brauche ich wahrscheinlich auch den vierten Kreis der Magie dafür. Und da sollte ich dann jede Erfahrung nehmen, die mir irgendwie entgegenfliegt. Also wird wohl kein Weg dran vorbeiführen, auch da unten, um Sumpf aufzuräumen. Komm her, Wolf, komm her. Und jetzt du, Scavenger, bevor die Wölfe dich umlegen. Denn dann hätte ich 50 Erfahrungspunkte verloren. Und das wollen wir ja nicht. Oh, da sind noch ganz viele Fliegen. Ja, zuerst mal die Wölfe ausnehmen. Ich habe zwar ganz viel Erz, aber hey. Wer weiß, wie schnell ich die Lebenstränke verheizen werde, sobald das Spiel gegen Ende geht und noch schwerer wird. Das haben mich lieber ein bisschen mehr. Können wir noch ein paar mehr kaufen und ein paar andere Sachen. Vielleicht muss ich mir irgendwann eine neue Waffe kaufen. Nicht zuletzt, die Rüstung kostet ja auch Erz. Darf ich auch nicht vergessen. Auch wenn ich jetzt vielleicht für diese Rüstung bereits genug Erz habe. Die kostet, glaube ich, 4000. Ich habe 6000. Aber danach habe ich halt nur noch 2000. So, kommt her. Na, jetzt kommt halt her. Wann level ich? Sind wir schon da? noch 160.000 Erfahrung. Noch 14.000. Noch 160 Erfahrung. Das heißt, noch 3 Fliegen oder so. Ich glaube, die Feuerwarane geben irgendwie 200 oder so. Die geben auf jeden Fall gut Erfahrung. Das heißt, der nächste Level ist schon mal nicht so weit. Moment, nein. Bin ich schon ausgenommen. Ich fliege nicht, oder? Doch, den Wolf auch. Okay. Und zum Strand geht's, glaube ich, hier rüber. Ja, aber spätestens mit denen kriege ich den nächsten Level. Jetzt fehlen mir noch 20 Erfahrungspunkte. Nein, 40. Entschuldigung. Na komm her, Orkhund. Stell dich nicht so an. Sei nicht so... Geht doch. Ja. Dass sie immer so zurückweichen und blocken. Menü. Wie unrealistisch. Womit blocken die denn bitte, dass sie dann keinen Schaden mehr kriegen? Bei Menschen kann ich es auch noch verstehen, wenn die eine Waffe haben, aber Orkhunde, wenn die mit ihrem Gesicht blocken, ja,
dann sind danach halt die Zähne kaputt. Ich verstehe nicht, warum die dann keinen Schaden kriegen. Naja, so kann es gehen. So, wisst ihr was? Die Folge ist schon wieder relativ lang. Also eigentlich ja nicht. Aber wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, die Folge ein bisschen kürzer zu machen und dafür häufiger eine zu bringen. Ob es jeden Tag sein wird, weiß ich nicht. Aber na, zumindest häufiger als jeden zweiten Tag. Vielleicht so ein bisschen abwechselnd. Deswegen werde ich mich jetzt nicht heilen, sondern weil der Folgenschnitt gleich um die Ecke wartet, werde ich jetzt noch so weit gehen bis zum Strand, wo dann die Feuerwarane sind und mich dann offscreen heilen, bevor es dann nächstes Mal weitergeht mit der Feuerwaranjagd. Ich brauche bloß noch einen kurzen Blick auf die Karte. Ja, das müsste hier sein. Das müsste tatsächlich hier sein. Oder täusche ich mich jetzt? Vielleicht täusche ich mich auch und es war eins weiter drüben. Es war irgendwo sandig unten. Und ein Turm war da oben. Das könnte der sein. Ich glaube... Nein, hier war es nicht. Wie komme ich da runter? Ah, hier vielleicht, hä? Ja, das sieht doch gut aus. Eine breite, abschüssige, mit Sand gefüllte Schneise in der Klippe. Mit einem gestrandeten Schiff. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssten hier Feuerwarane sein. Genau, da vorne sind Feuerwarane. Und da ich als Wassermagier natürlich einen besonderen Vorteil gegenüber gegenüber Feuer habe, natürlich, bestimmt, werde ich nächstes Mal ganz elegant und glorreich diese Feuerwarane besiegen, um meine Zunge zu kriegen, um ein Ulumulu zu kriegen. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.